Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, der letzte Beitrag hat deutlich gemacht, dass das, was Frau Borchert in ihrem Redebeitrag schon angesprochen hat und das, was ich auch bei der Justizministerin herausgehört habe, dass das in der Tat droht, nämlich, dass diese Auseinandersetzung um eine, Sie haben es, ein modernes Justizvollzugsgesetz, als modernes Justizvollzugsgesetz beschrieben, ich würde dazu sagen, als liberales Auseinandersetzung um ein liberales Justizvollzugsgesetz, in dem die Resozialisierung im Vordergrund steht, dass dies keine bequeme Auseinandersetzung ist, dass es aber eine Auseinandersetzung ist, der sich die demokratischen Fraktionen insbesondere auch gegen die NPD stellen sollten und wo wir mutig hineingehen sollten, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich möchte an dieser Stelle auch deutlich machen, es ist keine Auseinandersetzung, in der wir Resozialisierung nach vorne stellen, deshalb, weil wir uns auf die Seite der Straftäter stellen, sondern weil es in gesellschaftlichem Interesse ist, ein Gesetz zu machen, an dessen Ende eine Wiedereingliederung, und zwar eine erfolgreiche Wiedereingliederung von Straftätern steht. Das muss das prioritäre Ziel dessen sein, was wir jetzt mit diesem Gesetzesvorhaben umsetzen. Und vor diesem Hintergrund will ich an dieser Stelle signalisieren, dass die Bündnisgrüne Fraktion diesen Entwurf als einen positiven Entwurf sieht, an dem wir eine ganze Reihe von Ansätzen erkennen, die wir ausdrücklich teilen können. Ich will das an drei Punkten einmal deutlich machen und durchaus auch einen Gesetzesentwurf sehen, an dem es sich, finde ich, lohnt, mit in der ausreichenden Zeit, ich kritisiere die Landesregierung da nicht, aber ich will anmahnen, wir brauchen die Zeit dazu, in der ausreichenden Zeit mit einer entsprechenden Anhörung, mit einer Auswertung dieser Anhörung, uns tatsächlich intensiv damit zu befassen, ob man ihn möglicherweise nicht auch noch an der einen oder anderen Stelle verbessern kann. Auch dazu will ich gleich etwas sagen. Positiv ist ausdrücklich, dass im Gegensatz zu anderen Bundesländern dieser Gesetzentwurf eine getrennte Regelung des Untersuchungshaftvollzugs, des Justizstrafvollzugs und des Erwachsenenstrafvollzugs sowie des Sicherungsvollzugs vorsieht. Positiv ist, das haben hier mehrere Redner schon gesagt, ich will es ausdrücklich noch mal wiederholen, dass ausdrücklich das prioritäre Vollzugsziel das der Resozialisierung ist und positiv auch, dass wir uns in diesem Zusammenhang Gedanken darüber machen, wie wir die Aufnahme- und Diagnoseverfahren und die Vollzugs- und Wiedereingliederungsplanung so gestalten können, dass wir dann anschließend wieder von erfolgreicher Wiedereingliederung reden können und zwar nachhaltig auch langfristig davon reden können. Ich möchte aber hier an dieser Stelle ausdrücklich anmerken, dass wir Beratungsbedarf sehen und Diskussionsbedarf sehen, insbesondere zum Paragraphen 10 des Strafvollzugsgesetzes. Da geht es nämlich darum, ob man, und da gibt es drei Möglichkeiten, auf der einen Seite hergehen kann und sagen kann, die Unterbringung der Gefangenen in offenem oder geschlossenem Vollzug sieht man als gleichberechtigte Voraussetzung oder orientiert man darauf, dass man den geschlossenen Vollzug als prioritär sieht oder orientiert man Priorität auf den offenen Vollzug. Das ist eine unbequeme Debatte. Ich sage das aus kommunalpolitischer Erfahrung heraus. Als der offene Vollzug in der Hansestadt Stralsund und der entsprechenden Justizvollzugsanstalt umgesetzt werden sollte, natürlich hatte man die Bürger und Bürgerinnen sofort in den Büros der Abgeordneten, der kommunalen Abgeordneten. Und es gehört einiges dazu, sich dann an dieser Stelle durchzusetzen und klarzumachen, dass dies der richtige Weg ist. Und es gehört auch einiges dazu, so wie das kürzlich erfahren, wie wir das kürzlich erfahren hat, dazu zu stehen, wenn offene Vollzugsmaßnahmen möglicherweise auch nicht, einmal nicht optimal laufen und möglicherweise jemand, der in den Genuss dieser Lockerungen kommt, diese in negativer Form ausnutzt. Wir haben auch, das ist mir an der Stelle nicht bekannt, dass das dann die Folge war, und wir haben auch uns intensiv darüber zu unterhalten und uns darüber auseinanderzusetzen, Frau Borchert hat das angesprochen, wie konkret fassen wir denn die Bedingungen für die Inhaftierten, was Post- und Paketverkehr, was die Empfangszeiten, was die Zugänglichkeiten für Familien und Kinder etc. angeht. Darüber, finde ich, sollten wir in der Tat uns intensiv darüber unterhalten. Und ich möchte als letzten Punkt auch deutlich machen und unterstreichen,
was Frau Borchert ebenfalls an mehreren Einzelaspekten aufgeführt hat, zuletzt an dem Punkt der Zielsetzung der Einzelunterbringung. Dieser Gesetzesentwurf muss sich auch an dem messen lassen, was wir anschließend tatsächlich praktisch umsetzen können. Und ich glaube, dass die Einschätzung, dass dies kostenneutral ist, nicht richtig ist. Ich finde, der Ausschuss muss sich damit ausdrücklich befassen. Er muss sich mit der Frage befassen, kann er in ausreichendem Maße Haftvollzugsräumlichkeiten zur Verfügung stellen, um die theoretisch im Gesetzesentwurf formulierten Ziele auch tatsächlich in die Praxis umzusetzen. Geht das mit dem vorhandenen Personal und wie begegnen wir der Situation, wie sie sich im Augenblick in den Justizvollzugsanstalten darstellt, dass das Personal den Anforderungen in vielfältiger Hinsicht gar nicht mehr gewachsen ist und die Folge dessen zum Beispiel Krankheitsausfälle in Größenordnungen sind. Also die Frage der praktikablen Umsetzung spielt für unsere Fraktion in der Auseinandersetzung eine große Rolle. Aber wir signalisieren ausdrücklich, wir unterstützen die Ausrichtung. In den Details hoffe ich auf eine konstruktive Auseinandersetzung und auf eine Aufnahme von guten Vorschlägen aus der Expertenanhörung, aber auch aus den Fraktionen. Herzlichen Dank. Danke. Ich schließe.